Der Bahnhofsplatz ist fertig und auch auf der Mercatorstraße rollt wieder der Verkehr. Nun müssen wir uns an ein neues Stadtbild gewöhnen, zumindest wenn man vom Bahnhof oder von der Autobahn kommt. Wir schauen uns jetzt mal an, was sich hier alles so verändert hat. Ein neues Tor zur Stadt. Der Bahnhofsvorplatz soll zum Flanieren und Verweilen einladen, Feste ermöglichen und bald auch von Gastronomie umrandet sein. Die Veränderungen sind deutlich erkennbar. Eine lange Sitzbank, die sich über den gesamten Platz erstreckt. Ein neuer Bodenbelag, der an einen künstlichen Strand angelehnt ist. Die 21 Magnolien zur Erinnerung an die Love Parade-Opfer stehen schon etwas länger. Im Vergleich zum grauen Betondeckel, der hier vorher das Bild schmückte, sieht es für mich persönlich ja schon schicker aus. Aber was halten die Duisburger von ihrem neuen Platz? Studio 47, Stadtfernsehen Duisburg. Ja. Kurze Frage, und zwar hier der Bahnhofsplatz, der ist ja neu. Ja. Wie findest du den denn? Jetzt ganz ehrlich, noch ein bisschen kahl, ne? Was würdest du dir wünschen? Ich hätte gern die alten Bäume wieder, das geht wohl nicht. Auf jeden Fall hier fett neue Bäume pflanzen, würde ich sagen. Ich finde, es sieht schöner aus wie zum Beispiel bei mir in Düsseldorf. Also in Düsseldorf ist halt ziemlich vollgestellt. Von daher finde ich, macht das schon mehr Sinn hier. Also ein bisschen, ihr habt ja viel Platz hier in Duisburg und von daher sieht das ja ganz schick aus. Ich finde ihn ganz schön. Übersichtlich, breit, die Bäume noch, vielleicht wenn sie verteilt werden, aber sonst ganz gut. Meinen Sie, die Umgestaltung hat sich gelohnt? Das weiß ich nicht. Ich war vor 4 Wochen das erste Mal da und heute das zweite Mal. Ich komme aus Frankfurter Ecke. Und in den Wochen hat sich da viel verändert? Ich bin das letzte Mal noch hier quer durchgegangen, jetzt laufen wir schon davon. Hat sich schon einiges getan in den 2 Wochen. Das und hier sollen auch Feste stattfinden. Meinen Sie, hier geht richtig die Post ab dann? Christian, was meinst du? Sprenge schon, oder? Die Fläche bietet sich an. Ich hoffe es. Sie können ja Karussell oder sowas hier aufschauen. Ich finde das gut. Sieht ansprechender auch. Also sitzt du hier auch. Und warum habt ihr euch hier hingesetzt? Weil es schön ist? Ja, weil schönes Wetter ist. Wir wollten nicht drin sitzen. Genau. Und vorher konnte man hier auch nicht sitzen, ne? Nee. Und hier sollen auch demnächst Feste stattfinden. Ein Fest hat schon stattgefunden. Meinen Sie, hier geht richtig die Post ab? Ich denke schon. Wenn der MSV nochmal aufsteigt und hier die Feier gemacht wird, das wird schon was los sein. Das ist auch mal ein guter Vorschlag. Alles klar, Dankeschön. Bitte schön. Tschüss. Ja, neben mir steht Frank Pechmann, Direktor des Ibis Hotel, hier direkt am Bahnhofsplatz. Herr Pechmann, die Baustellen in den letzten 2 Jahren waren ein großes Problem für Ihre Gäste. Ja, besonders für die Gäste, die nicht mit der Bahn angereist sind, sondern die mit dem Fahrzeug gekommen sind, haben natürlich Probleme gehabt, uns natürlich optimal zu finden. Und wie finden Sie die jetzige Situation? Ist die Umgestaltung des Platzes ein Vorteil für Sie? Gäste haben jetzt die Möglichkeit, direkt aus dem Bahnhof kommend in die Fußgängerzone zu laufen, ohne mit viel Verkehr konfrontiert zu werden. Und das Erscheinungsbild erwirkt jedenfalls hier vorne etwas ruhiger. Ja, Stichwort Mercatorstraße, da hatten Ihre Gäste sehr wahrscheinlich auch mit zu kämpfen. Was war da das Problem? Ja, uns direkt zu erreichen oder die Anlieger der Mercatorstraße zu erreichen. Wir haben es immer so gemacht, dass Gäste, die zu uns kommen wollten, uns wahrscheinlich vorher angerufen hatten oder wir ihnen schon bei Reservierung am Telefon mitgeteilt haben, wie man uns erreichen kann. Und jetzt durch die Öffnung der Mercatorstraße sind aber alle Probleme behoben? Ich würde sagen, mittlerweile ja. Der Verkehr ist trotzdem noch relativ ruhig. Man hat im Moment das Gefühl, dass viele sich mit der 2-jährigen Baustelle abgefunden haben und die Straßen vielleicht noch gar nicht so richtig nutzen. Also man merkt eigentlich, es ist relativ ruhig hier in dem ganzen Bereich geworden. Die Mercatorstraße hat jetzt eine neue Verkehrsführung. Pro Richtung gibt es nur noch eine Fahrspur, was den Verkehr in der City erheblich beruhigen soll. Stattdessen gibt es aber neue Radwege und viel breitere Fußgängerüberwege. Der Eintritt in die Innenstadt soll nun fußgängerfreundlicher sein. Aber auch die Autofahrer sind wahrscheinlich froh, dass die Mercatorstraße jetzt wieder geöffnet ist. Studio 47, hallo! Die Mercatorstraße ist wieder frei. Wie finden Sie das? Ganz toll. Man kann da jetzt durchfahren, nicht mehr so viel Verkehr. Ja, super. Endlich läuft der Verkehr hier wieder. Ja? Meinen Sie, geht wieder vorwärts mit Duisburg? Ja, ich hoffe. Ne? Studio 47, hallo. Wie finden Sie denn, dass die Mercatorstraße wieder frei ist? Super. Kann nicht besser laufen, ne? Mercatorstraße wieder frei. Wie finden Sie das? Super, einzigartig, endlich mal. Eben. Duisburg lebt. Eben habe ich zu meinem Bruder gesagt. Endlich, dass die Straße wieder frei ist. Ich freue mich wirklich darüber. Ehrlich? Ehrlich. Sehr gut. Mercatorstraße ist wieder frei. Ja. Wie finden Sie das? Ist ja schön. Richtig schön. Das ganze 2 Jahre war ja zu. Das ist schrecklich. Danke.
Viele sagen, es geht endlich wieder vorwärts in Duisburg, egal ob für Fußgänger, Rad- oder Autofahrer. Aber es geht noch weiter. Am Bahnhofsplatz wird immer noch gewerkelt und hinter mir auf der freien Fläche wird dann das Gebäude Mercator One entstehen. Aber natürlich nicht ohne eine weitere Baustelle demnächst hier in Duisburg.